Heute werden wir mal eine lokale WordPress-Installation auf einem Live-Server migrieren. Für mein Beispiel nutze ich als Localhost LocalWP, allerdings würde der Vorgang auch auf jedem anderen Localhost oder mit jedem anderen Localhost funktionieren. Wichtig ist, dass der ganze Vorgang vollkommen kostenlos ist und auch relativ schnell und unkompliziert durchgeführt werden kann. Es ist so, dass ich für diese Migration von Local zu Live zwei verschiedene Plugins nutze. Jedes dieser Plugins hat für spezielle Fälle Vor- und Nachteile. Das eine Plugin zum Beispiel hat absolut keine Limitierung, was die Gesamtgröße der zu migrierenden Installation angeht. Die zweite Option hat zwar ein Limit, was die Gesamtgröße der Installation angeht, allerdings ist man da relativ großzügig, was die zu transferierenden Daten angeht. Und zudem ist, sage ich mal, das ganze Handling deutlich besser und die gesamte Migration dauert auch nur einen Bruchteil so lange. Aus dem Grund empfehle ich jedem, sich beide Wege mal genau anzuschauen, um dann für jeden spezifischen Fall entscheiden zu können, welches Plugin sich am besten eignet. Ich beginne erstmal mit der No-Limit-Variante und dazu starte ich hier direkt in meinem Local Dashboard. Hier hatten wir ja kürzlich die Dummy-Site eingerichtet. Genau genommen hatten wir hier mit dem KI-Website-Builder von Cadence eine Website für einen professionellen Fotografen erstellt. Und um diese Seite, diese Dummy-Site jetzt zu starten, könnte ich direkt hier oben auf Start Site klicken. Es geht allerdings auch, wenn man hier direkt auf WP Admin klickt, dann wird die Seite sofort gestartet und man verbindet sich innerhalb von Sekunden mit dem WordPress-Dashboard. Und wie gesagt, das ist jetzt die lokale Installation, der Fotogeneral. Das können wir uns mal ganz kurz anschauen, was wir hier haben, damit wir später auch auf der Zielseite nach gelungener Migration die Seite identifizieren können. Und zwar war das ja, wie gesagt, hier unsere mit der KI von Cadence AI erstellte Webseite für einen professionellen Fotografen. Und hier gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass das unsere fertiggestellte Website ist, die jetzt auf einem Live-Server migriert werden soll. Also gehe ich wieder hier ins WordPress-Dashboard. So, und bevor ich jetzt hier mit dem Migrations-Setup beginne, will ich nochmal kurz meine Best Practices durchspielen, die ich vor jeder Migration durchspiele. Und dazu gehe ich zunächst auf Werkzeuge und dann auf Website-Zustand. Hier öffne ich mir dann den Bericht. Und hier kann man dann runterscrollen zu dem Bereich Server und kann dieses Dropdown öffnen. Und dann kann man unter anderem sehen, welche PHP-Version hier aktuell läuft. Und das ist in meinem Fall PHP-Version 8.1 auf der lokalen Installation. Und da wir diese Webseite ja auf einem Live-Server migrieren wollen, benötigen wir natürlich auch eine blanke, frische WordPress-Installation auf einem Live-Web-Server, vermutlich bei dem Webhosting-Anbieter unseres Vertrauens. Und genauso eine Installation habe ich hier. Das ist meine Domain.site, die hier unsere Zielseite symbolisiert. Aktuell ist auf dieser Seite noch nichts zu finden. Wie gesagt, das ist eine ganz frische WordPress-Installation. Hier ist das 2024-Theme installiert mit dem klassischen Basisinhalt, den WordPress immer mitliefert. Und hier soll sich nach gelungener Migration unsere Foto-Webseite befinden. Also gehe ich auch hier wieder zurück ins Dashboard. Prüfe auch hier nochmal die PHP-Version. Im Idealfall stimmen die überein. Gehe auf Website-Zustand. Bericht, öffne mir hier dieses Server-Dropdown und gucke mal, was hier installiert ist. Auch PHP-Version 8.1, also in diesem Fall passt das wunderbar überein. Sofern die beiden PHP-Versionen jetzt nicht übereinstimmen würden, kleiner Augenblick mal, ich will mal unsere lokale Seite hier links rüberziehen. Das ist symbolisch etwas einfacher, wir migrieren ja von links nach rechts. Also nochmal zur PHP-Version. Sofern die jetzt beispielsweise hier noch auf 7. Punkt irgendwas oder so laufen würde, dann könnte man ganz einfach hier im Local Dashboard die PHP-Version ändern und könnte das entsprechend anpassen auf die PHP-Version der Zielseite. Ist hier jetzt aktuell nicht nötig, also gehe ich wieder zurück. Und da wir nach der Migration beim Login diese Zugangsdaten hier benötigen, macht es Sinn, hier nochmal kurz die E-Mail-Adresse zu ändern. Ich ändere das dann also auf eine E-Mail-Adresse, die auch live zugänglich ist. Und wenn man möchte, kann man hier unten auch noch ein neues Passwort erstellen. Wichtig ist nur, dass man die Zugangsdaten hat. Danach gehen wir mal zurück ins Dashboard. Und um hier die Migration vorbereiten zu können, installiere ich mir erstmal ein Plugin. Und dazu gehe ich auf Plugins, neues Plugin hinzufügen und suche mir hier das Plugin WP Vivid heraus. So, das ist die kostenlose Version von WP Vivid Migration Sicherung und Staging. Das ist ein sehr solides und etabliertes Plugin, kann also getrost installiert werden. Und logischerweise aktivieren wir es auch und dann befinden wir uns hier auch schon direkt im Setup-Bereich von WP Vivid, also hier unter dem Tab Sicherung und Wiederherstellung. Und bevor ich hier jetzt anfange, die Migration dieser Seite vorzubereiten, bewege ich mich erstmal auf die Zielseite, also auf die Live-Seite. Gehe hier mal kurz wieder ins Dashboard. Und um unser Basis-Setup hier perfekt zu machen, benötigen wir auch auf dieser Seite das Plugin WP Vivid. Also installiere ich das hier auch auf der Zielseite, also auf der Live-Seite.
Dann aktiviere ich das Plugin natürlich und auch hier landen wir dann wieder automatisch in dem Setup-Bereich von WP Vivid. So, wir haben jetzt also WP Vivid auf beiden Webseiten installiert. Ich gehe nochmal zurück zu der lokalen Installation und um hier jetzt die automatische Migration vorzubereiten, kann ich hier einfach auf Automatische Migration klicken. Und hier habe ich dann nämlich die Möglichkeit, eine Webseite von der Entwicklerumgebung auf einen Live-Webserver migrieren zu können. Und damit das Ganze klappt, benötige ich einen entsprechenden Schlüssel. Und diesen Schlüssel, den bekomme ich auf der Zielseite. Und hier auf der Zielseite muss ich nichts weiter tun, als das Tab Schlüssel zu öffnen. Und bevor ich mir den jetzt generieren lasse, habe ich erstmal die Option zu bestimmen, wie lange dieser Schlüssel aktiv sein soll. Aus Sicherheitsgründen sollte man hier das Zeitfenster auf ein Minimum einstellen. Das sind in dem Fall 2 Stunden. Und dann können wir auf Generieren klicken. Das dauert eine Sekunde. Dann ist der Schlüssel generiert. Einmal anklicken, dann können wir ihn direkt kopieren. Dann geht es zurück zur lokalen Installation. Hier kann der Schlüssel eingefügt werden. Und wenn wir dann auf Speichern klicken, dann können wir hier oben zunächst nochmal die Daten kontrollieren, dass auch vom Localhost zur Live-Site migriert werden soll. Also unser Setup stimmt schon mal. Und im zweiten Schritt können wir hier noch auswählen, welche Teile der WordPress-Installation denn tatsächlich übertragen werden sollen. Logischerweise sollten das die Datenbank und auch die Dateien sein, da eine WordPress-Installation nun mal aus diesen Bereichen besteht und alles andere wäre Blödsinn. Okay, zumindest für unser heutiges Vorhaben. Da hier alles stimmt, müssen wir nun nichts weiter tun, als auf den Button Clone then Transfer zu klicken. Und damit beginnt auch schon der Datentransfer zu unserer Live-Installation. So, und je nachdem, wie groß die Installation ist, das heißt, wie viele Plugins und so weiter man zum Beispiel installiert hat, dauert jetzt natürlich dieser ganze Vorgang. Ich lasse das Ganze hier jetzt wie immer im Zeitraffer durchlaufen. So, damit ist der Vorgang auch schon abgeschlossen. Das heißt, ein komplettes Backup dieser Seite ist jetzt erstellt worden und zu unserem Live-Server übertragen worden. Das heißt, wir gehen direkt mal wieder zu unserer Zielseite, die sich auf dem Live-Server befindet, und rufen uns hier dann das Tab Sicherung und Wiederherstellung auf. So, und um das entsprechende Backup zu lokalisieren, brauchen wir nur hier unten auf hochgeladenes oder empfangenes Backup scannen klicken. Und sieh da zeigt es sich ja auch schon. Hier dann einfach nur auf Wiederherstellen klicken. Dann das Ganze nochmal über den Wiederherstellen-Button bestätigen, okay. Und hier beginnt jetzt mal wieder ein Vorgang für den Zeitraffer. So, nach knapp 3 Minuten ist die Wiederherstellung erfolgreich abgeschlossen. Ich klicke auf okay. So, hier könnte ich mich jetzt mit den Benutzerdaten anmelden, die ich vorhin gespeichert habe. Ich mache es allerdings aus Sicherheitsgründen nach so einer Migration auch immer so, dass ich mir ein neues Passwort vergebe. Und wenn das geschafft ist, können wir uns direkt mal das Frontend aufrufen, um uns zu vergewissern, dass wir auch tatsächlich dieselbe Webseite vorfinden, die wir von unserem Localhost migriert haben. Also ruhig mal überall durchklicken und wenn alles in Ordnung ist, ist die Migration auch schon erfolgreich abgeschlossen. Ich persönlich habe mit WP Vivid auf diesem Weg noch nie irgendwelche Probleme gehabt, aber schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob auch alles gut geklappt hat oder ob es vielleicht nach der Migration auf der Live-Seite irgendwelche Probleme gab. Nun hatte ich ja eben auch noch von einem zweiten Plugin gesprochen, das ich persönlich für solche Migrationen noch lieber nutze als WP Vivid, einfach weil der ganze Vorgang etwas simpler abläuft, weil die Benutzeroberfläche besser ist und vor allem, weil dieser gesamte Migrationsvorgang deutlich schneller abgewickelt werden kann. Nun ist es bei diesem Plugin in der kostenlosen Version zwar so, dass nur WordPress-Installationen bis zu einer gewissen Größe migriert werden können, aber das schauen wir uns jetzt nochmal kurz an. Aus dem Grund sollte man hier auf seiner lokalen WordPress-Installation bei Local erstmal gucken, wie groß die Webseite tatsächlich ist. Und das können wir wieder hier über den Website-Zustand erfahren, indem wir hier den Bericht öffnen. Und dann kann man hier einfach auf Verzeichnisse und Größen klicken. Und dann findet man hier unten unter Gesamtgröße der Installation die genaue Angabe. Hier ist es halt wichtig, dass dieser Wert unter 2 GB liegt, damit unsere Migration in der kostenlosen Version dieses Plugins überhaupt funktioniert. Gut, wenn wir schon mal hier sind, können wir gleich nochmal das Server-Tab öffnen, um zu checken, welche PHP-Version hier installiert ist. Das ist 8.1. Und im Anschluss können wir uns auch schon auf die Zielseite bewegen. Das ist die Webseite oder die WordPress-Installation, die auf einem Live-Web-Server gehostet wird. In meinem Fall ist das meinedomain.site. Das ist die Zielseite und auch hier können wir einfach nochmal gucken, welche PHP-Version hier läuft. Um potenzielle Probleme bei der Migration zu vermeiden, checke ich einfach immer, dass die PHP-Versionen auf beiden Installationen identisch sind. In diesem Fall ist das so. Wir haben 8.1 auf beiden Installationen. Bei einer frischen WordPress-Installation, so wie dieser hier, es ist ja ziemlich unwahrscheinlich, dass die mit einer veralteten PHP-Version läuft. Aber wenn man bei Local vielleicht schon seit längerer Zeit an der Seite rumbastelt,
dann könnte es sein, dass man vielleicht hier noch eine ältere Version hat und die könnte dann einfach hier im Local Dashboard unter PHP-Version angepasst werden. Okay, nachdem wir wissen, dass die PHP-Versionen stimmen und dass die Gesamtgröße der Installation unter 2 GB liegt, sollten wir hier an dieser Stelle nur noch mal ganz kurz unsere Login-Daten aufnehmen. Es ist nämlich so, dass wir dann bei der Live-Seite diese Login-Daten hier benötigen, um uns einzuloggen. Deswegen ist es ratsam, die parat zu haben. Also benötigen wir hier die E-Mail-Adresse und wenn man möchte, könnte man sich hier auch direkt noch ein neues Passwort erstellen, damit man das auch parat hat. Das empfehle ich auch an dieser Stelle so zu tun. Und wenn das geschafft ist, dann können wir zurück ins Dashboard und hier können wir dann das Plugin installieren, das wir für diesen Migrationsvorgang benötigen. Also gehe ich auf Neues Plugin hinzufügen und hier suche ich mir dann das Plugin Backup Migration heraus. Das ist noch ein relativ neues Plugin. Das hat sich allerdings schon ziemlich gut behauptet. Ich hatte das kürzlich hier auf dem Kanal auch mal vorgestellt. Inzwischen nutze ich das bereits auf einigen Installationen regelmäßig. Wir können das hier also installieren. Und logischerweise aktivieren wir das Plugin auch. Das hier können wir überspringen. So, und hier können wir auch direkt auf den Button klicken, Backup jetzt erstellen. Und da hier alles okay ist, klicke ich schon mal auf Erstelle jetzt das Backup. Und hier fällt direkt auf, dass das Backup unglaublich schnell erstellt wird. Also ich hatte bislang noch kein Backup-Plugin, mit dem das so schnell funktioniert hat. Jetzt ist es auch schon fertig. Leider können wir das Backup von einer lokalen Installation nicht anhand dieses Links auf einer Live-Seite migrieren. Aus dem Grund müssen wir hier etwas runterscrollen und dann finden wir hier die Option, das Backup herunterzuladen. Und genau das machen wir jetzt auch. Im Anschluss kann das Fenster geschlossen werden. So, jetzt will ich nur noch mal ganz kurz zeigen, dass wir uns hier wieder auf der Fotogeneral-Webseite befinden, also dass diese Seite migriert werden soll. Das hatte ich zu Beginn eben vergessen zu erwähnen, nur dass jeder weiß, was hier auch tatsächlich auf der Zielseite ankommen soll. Und zu jener bewegen wir uns auch direkt. Und auch hier können wir dann das Plugin installieren, neues Plugin hinzufügen. Hier geben wir wieder Backup Migration ein und installieren und aktivieren das Plugin. So, das können wir wieder überspringen. Im Anschluss geht es hier oben auf Verwaltung und Wiederherstellung von Backups. Und dann finden wir hier unten links die Option Backup-Dateien hochladen. Das klicke ich an und dann habe ich die Möglichkeit, mir hier über den Button die entsprechende Datei rauszusuchen. Da wähle ich das Backup aus, das ich eben gerade auf der lokalen Installation erstellt und dann runtergeladen habe. Und schon beginnt hier der Upload-Vorgang. Und auch hier geht das Ganze wieder vergleichsweise schnell. Und wie man sieht, ist das Ganze schon erledigt. Jetzt gehe ich hier erstmal auf OK schließen. So, und dann gehe ich hier auf das Backup, das ich gerade hochgeladen habe und klicke auf Wiederherstellen. Hier werde ich jetzt nochmal kurz darauf hingewiesen, dass alle vorhandenen Daten überschrieben werden. Damit bin ich einverstanden und klicke auf Beginne Wiederherstellung. Und auch hier sieht man, dass das Ganze wieder relativ zügig geht. So, nach circa anderthalb Minuten jetzt hier in meinem Fall ist das Ganze schon erledigt. So, jetzt fragt man sich in dem Moment, wie man dieses Fenster wieder los wird. Dazu muss man hier unten auf diesen kleinen Link klicken. Und wenn alles gut gegangen ist, sollten wir die Fotogeneral-Seite jetzt schon im Frontend zu sehen bekommen. Also schauen wir uns das mal an. Und hier finden wir auch schon den Fotogeneral. Hier sollte jetzt nochmal kurz gecheckt werden, ob alle Links und so weiter gut funktionieren. Also könnte man sich zum Beispiel mal die Blogpage öffnen. Und dann einfach mal vergleichen, ob die genauso aussieht wie auf unserer lokalen Installation. Wie gesagt, das Backup Migration Plugin ist noch etwas neuer. Bei mir persönlich ist noch nie was schiefgelaufen, aber teilt mir gerne mal in den Kommentaren mit, ob alles gut geklappt hat mit diesem Plugin.